Chef, wie sieht der? Kann mir mal bitte einer helfen mit der Tür? Was ist denn das? Was will er denn? Der kommt tatsächlich mit dem Fahrrad an hier. Was denn? Ich glaub es nicht. Das ist nicht einfach nur ein Fahrrad. Mahlzeit. Doch, doch, guckst du mal, Ningo, ne? Das ist ja wohl. Regnet das draußen? Das regnet nicht. Ist das eine Weltidee? Ist das bitte eine Weltidee? Du machst hier aber nicht alles dreckig jetzt mit deinen Dingen, ne? Was denn? Ich glaub es nicht. Da hab ich einen besseren CW-Wert. Wo hast du denn das geklaut? Das ist mein Fahrrad. Es ist eine Weltidee, mein Ingo. Ich hab einen besseren CW-Wert noch mehr. Was hast du für einen Wert? CW ist das Stichwort. CW? CW. Was soll das denn sein? Hier mal sorgen. Weiß auch nicht, was mit Wind, ne? Chefwind oder so. Ach, Windwehr. Ach, Windwehr. Hier, das erste mal sorgen. Aber es ist. Aber nicht, dass das mir jetzt alles nass macht hier oder sowas, ne? Nein. Regnet das jetzt gerade draußen? Nein, gib mir bitte. Mahlzeit. Sag mal, wieso fährst du mit dem Fahrrad durch die Gegend? Was soll das denn? Ich sammle doch Staub. Mach mir bitte ein Bier. Was machst du, Staub sammeln? Ich sammle Staub, ja. Du guckst du, ich bin Öko. Öko ist das Stichwort. Wieso Staub sammeln? Neue Generation. Was für eine Öko. Generation? Ich fahre grundsätzlich kein Auto mehr. Ne? Wie, du bist doch vorher auch kein Auto gefahren. Du hast doch gar kein Auto. Das ist, bleibt mir ja unbenommen. Ja, was heißt das, bleibt dir unbenommen? Du kannst ja gar nicht Auto fahren, wenn du keins hast. Mach mir mal bitte gleich ein Bier, damit das mal gleich zur Sache geht. Ja, ja, nun reg dich mal nicht auf. Es ist ja auch anstrengend. Ach, du bist jetzt hier auf der Ökoschiene oder was? Ja, aber das mit dem Plan, das ist so eine Weltidee. Einmal ist das ja mein CW-Wertverbesserung. Aha. Und dann ist das ja so eine Gummifolie, ne? Mein Ingo, hab ich mir überlegt, ne? Eine Gummifolie jetzt, ne? Hast du? Ne? Gummifolie, ja. Gummifolie ist so das Stichwort, ne? Eine Gummifolie, ne? Weißt du, was da auf passiert? Auf eine Gummifolie auf? Oder da geht der Regen nicht durch. Oder wie? Was soll da sonst sein? Gummifolie, sag mal, du hast ja einen Brand, du. Oh, das perlt aber. Das perlt, ne? Folie. Folie. Ne? Ja. Auf die Folie auf, ne? Da kommt ja das. Du kannst ja bei den Hafen arbeiten, als Schiff, wenn du so gut ploppst, ne? Jetzt zieh das mal auf. Ich guck mal, das ist ja einmal mal Sorgen, um das Fahrrad abzumandeln. Es wird abgemandelt. Es ist eine Abmandelung. Weil ich dort drauf den Feinstaub aufsauge. Er wird ja, klebt sich ja auf, weil das Gummi, das Plastik, ist statistisch aufgeladen mit der Zeit. Und, ne? Was ist das? Statistisch aufgeladen jetzt, ne? Nee. Wieso nie? Ja, nee. Da hast du doch gar keine Ahnung als Brat davon. Da habe ich mehr Ahnung wie du von. Das heißt nicht statistisch aufgeladen. Statistisch ist, wenn du Leute irgendwie was befragst mit einem Zettel und so. Mit einem Zettel? Ja, statisch ist das. Statische Aufladen. Statisch ist das. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, das ist mir völlig egal. Ja. Statisch ist mit den Häusern, wenn die gebaut werden, dass sie statisch gebaut werden, ja, damit sie nicht umfallen. Nee, das ist Statik. Statikig? Das ist Statik. Statik, Statik, ne? Statik ist das, wenn du ein Haus baust, wenn das nicht zusammenfällt. Das ist Statik. Statiktiker ist der das macht. Und Statistiker ist einer, der muss sorgen dafür sorgt, dass der Staub sich anpellt an Gummi. Ist ja auch egal. Ist völlig egal. So, jetzt sag ich dir mal was, mein Ingo. Mann. Also du sammelst mit der Folie Staub ein, und, während du fährst. Und zwar wie? Verschiedene Sorten Staub. Alle Arten. Ach, alle gleich? Von der Genetik. Alle. Alle Staubarten. Alle Staubarten von der Genetik, habe ich mir überlegt. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, und ich nehme hier auch von dir ein bisschen Staub auf und dann nehme ich das mit nach Hause und dann lasse ich das da mit einem Statistiktuch, perle ich das ab und mache das in die Ecken, dass das mit meinem Staub sich sozusagen anfreuen kann, den ich zu Hause habe. Ich mache ja keinen Staub mehr weg. Na, mache ich nicht mehr. Na? Wieso machst du keinen Staub mehr weg? Was soll das denn? Ja, um neues Leben zu schaffen. Wieso Staub hat doch, ist doch nicht mit Leben, oder was? Staub? Der Mensch kommt von Staub und geht zum Staub.
Das ist im doch Stau. Nur, nein. Moment. Das ist doch aus der Bibel bitte, raus. Ja, aber warum wohl? Das ist ja aus einer Zeit, das ist ja verlorenes Wissen. Das hat der Mensch ja gar nicht mehr auf dem Zettel, genauso wie die Ägypter so die Pyramiden gebaut haben und man nicht weiß, warum. Das ist verlorenes Wissen. Aber jetzt, muss sagen, der Staub jetzt, ne? Sie haben doch jetzt hier Scotty, ne? Scotty ist das Stichwort, ne? Stand in der Bildzeitung drin, deswegen bin ich da auch gekommen. Ja, der Ding hier von Enterprise. Ne? Enterprise, ne? So, von Enterprise. Weißt du was? Der immer mit dem Beam, ne? Der die immer. So, bitte. Ja. Weißt du, was sie jetzt machen? Ich weiß. Sie beamen ihn nach oben. Ja. Sein Staub, das sind ja mal sagen, der Molekular. Dinger. Ja. Molekularpartikel. Partikel. Ne? Ja. Sind das ja. Das ist ja zerlegt. Ach. Und es wird jetzt ins All geschossen, weil sie mal annehmen, dass sie wahrscheinlich das so weit ins All hineinschießen, dass sie irgendwo jetzt mal sagen, ein Sternbild, irgendein anderen Sternbild, dass da Leute wohnen, die schon weiter sind als wir. Und die mal sagen, das zusammensetzen wieder. Dass er wieder Mensch wird. Die das zusammensetzen. Es ist ja im Grunde, ist er ja nur auseinandergenommen, wie in Enterprise damals. Da haben sie die ja auch in Staub zerlegt. Und dann hat er so. Und dann ist er an einer anderen Stelle, ist er wieder zum Mensch zusammengesetzt worden. Ist er wieder zusammengesetzt worden? Ne? Ist er zusammengesetzt worden. Und sie worden. Wollen ihn auch gerne zusammensetzen. Sie das wollen ihn, das ist der Zweck der Übung, dass sie ihn jetzt ins All schießen, damit er, wenn er irgendwo auftrifft, auf mir sorgen jetzt in einem anderen Sternbild, kleiner Hund. Zum Beispiel großer Hund. Kleiner Hund. Sichel. Ne, die ganzen Sterne, Kasupaya und so weiter. Ne? Dass sie ihn da auffangen und dass sie ihn da wieder zusammensetzen. Und was soll er da alleine? Da kann er berichten. Da ist er doch ganz einsam dann, wenn er hier auf der Sichel oder wo immer da. Da sind aber Leute, die davon Ahnung haben und die mit ihm wieder Kontakt was aufnehmen. Was für Leute denn? Da sind doch keine Menschen. Ja, die können aber doch ihn zusammenbinden. Das ist doch der Welt. Hier kann man ihn zwar auseinandernehmen in einem Molekularpartikel, aber man kann ihn noch nicht wieder zu einem Menschen formen. Haben Sie ihn denn gefragt, ob er das überhaupt gerne will, dass er da das oben... Das war sein größter Traum. Ich sag dir was, kennst du auch diese Klapptelefone, ne? Handy in der Nähe ist das Stichwort, ne? Das haben sie damals in der Enterprise schon gehabt. In der Enterprise, ne? Enterprise war ein Film, da war alles schon drin, ne, was es heute gibt. Die haben das den Menschen nur nicht verraten. Ach so, hier die Dinger mit alles der Klappe. Das ganze Programm. Ja, gut, ja, weil die eine Klappe hatten, aber mehr war da auch nicht, sonst war das was anderes. Das ist aber gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass er jetzt muss sorgen, nämlich in Staub ist und dass aus Staub die Menschen sind. Ja, naja. Und ja, das ist ein Wissen, das ist verloren, gegangen, ja, das Wissen, Martin. Aber Ditsche, aus Staub alleine kannst du auch keinen Menschen machen. Ist ja auch nicht. Der das Mensch besteht zu 80% aus Wasser. Mehr noch, glaube ich sogar. 80%. Mehr, ich glaube 90. 80%. 90. 80. 90. Dann 85. Upp. Oder 87. 88. Ein paar Prozent brauchst du auch noch mal sorgen für den Staub. Weil im Staub sind ja mal sagen, die ganzen Chromosomaten drin und so weiter. Was soll der Mensch? Die Chromosomaten. Chromosomaten. Wo im die Ketten Staub. Ausgebaut werden, die sind in den Staub verankert. Das ist doch Quatsch. Und dann hat der Mensch noch 10% vielleicht über von, also 80% Wasser mal sagen, 10% Chromosomaten. Und noch mal 10%, da ist dann sowas drin wie Spurenelemente und Calcium und Trockenblut und so. Das wird ja erst das Trockenblut, das ist so praktisch wie Nescafé. Das ist ja im Menschen drin. Und in dem Moment, wo das von Büschen mit den 80% Wasser, was der Mensch hat, vermengt wird, entsteht ja überhaupt erst das flüssige Blut. Das hat sich die Natur schon gut ausgedacht. Sag mal, du weißt, wie... deine Mutter hat dir mal gesagt, wie du auf die Welt gekommen bist, ne? Nicht, dass du in der Sandkiste aus Staub gebacken worden bist, ne? Oder denkst du das vielleicht? Mich hat der Storch gebracht. Ja, das glaube ich und auch. Und zwar zu Fuß. Der hat eine Uniform an und hat an der Tür gebimmelt und hat gesagt, guten Tag, ich hätte hier für Sie was. Du willst mich nur auf den Arm nehmen. Der Mensch ist aus Staub gemacht. Ja, das ist verlorenes Wissen. Ja, aber du in bist doch nicht... In den Rokokokoko und in Biedermann. Da haben sie das gewusst nämlich. Das war noch ein Wissen. Die Leute hatten das noch. Die haben sich hier wochenlang nicht gewaschen und hatten Staub überall. Da haben sie mit den Stricknadeln sich die Haare gekratzt, weil die Läuse angefangen haben, sie aufzufuttern. Das macht ja alles sein. Das ist aber von dem menschlichen Genetik. Der Staub von den toten Leuten ist da auch, hat sich niedergeschlagen. Ja. Das perlt herunter und liegt in den Ecken. Ja, aber trotzdem bist du doch, wenn du in Mutterleib drin bist, bist du doch nicht Staub. Ja, aber danach. Wie danach? Ja, wenn man tot ist. Ja, dann ja, das ja, mach ja sein. Ja, aber nicht mach ja sein, da siehst du doch, gibst du mir recht, ne? Ja, da habe ich auch gar nichts gegen gesagt. Da hast aber du auch weil Respekt du jetzt, vor, ne, mein Ding. Oh, was heißt Respekt? Ne? Also, ne?
Ne? Das ist ja auch normal, dass das, dass du, wenn du Wir haben gleich noch ein Bier. Und ich, ob mir jetzt weiß, was ich mir überlegt habe, ne? Da bin ich jetzt neulich erst aufgekommen, als ich in der Bildzeitung gelesen habe, dass sie mir sorgen, jetzt Gotti seinen Staub nach oben, weil das wird von Leuten, die wissen, wie das geht, nämlich wieder zusammengesetzt. Das ist meine Meinung. Ja, das stand da aber nicht drin. Das hast ich sag ja, das ist meine Meinung. Ach so, die bleibt mir unbenommen. Ja. Und ich werde das beweisen, weil ich nämlich zu Hause, der Mensch wird ja angehalten, man muss sorgen, mit einem Statistiktuch den Staub immer wegzumachen, regelmäßig, damit sich das nicht ansammelt. Mit einem Statiktuch. Ne? Damit sich das nicht ansammelt, kehrt er nämlich. So, und jetzt sag ich dir was Folgendes, was passiert. Wenn man den Staub aber mal gewähren lässt, mein Ingo. Ja. Gewähren ist das Stichwort. Was heißt gewähren? Man lässt ihn einfach mal ein bisschen anwachsen. Ach so. Damit sich immer mehr verschiedene Chromosomaten im Staub ansammeln, die zusammengehören könnten. Es ist schon ein reines Puzzlespiel, die Natur. Na, es ist ein Puzzlespiel. So, und wenn man nämlich mehr Staub, es gibt ja so Untertiere und einfache Lebeformen, die gibt es ja auch schon im Staub. Ach, hier so Pantoffeltiere. Pantoffeltiere, was, ne? Die laufen ja ein bisschen weich. Ja. Ne? Denn eine Milbe, die Hausstaubmilbe, die habe ich ja auch mal eine Zeit lang mit einem alten Fernseher gefangen. Das weiß, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass das im Prinzip geht. Ne, weil die da immer so anbaggern, wenn man da, dann knittert das immer so, wenn man mit der Hand rüber geht. Ne? So, und jetzt pass auf, habe ich mir jetzt überlegt, ne? Auch Wollmäuse, das sind Tiere, die mit der Zeit aus dem Staub entstehen. Da fragt man sich, ja, wo kommt die denn plötzlich her? Da kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen, eben war noch gar nichts. Außer Wollmäuse. Und was essen die denn, die Wollmäuse? Ne? Ne? Was sie essen? Bisschen Käse, ein Stück Käse, legst du den hin? Oder was? Die ernähren sich wahrscheinlich von den Partikeln aus der Luft, ne? Partikel aus der Luft, ne? Von den anderen. Ja, das ist schon hier auch. Deswegen bin ich ja auch mit meinem Folienvorrat gekommen, weil hier wird wahrscheinlich, ich sammle ja auch noch andere Chromosomen, die es bei mir in der Wohnung nicht gibt. Und die Perlen auf das Rad und zu Hause schüttel ich die von meinen Plane ab, damit sie sich vermengen mit dem Staub, der sich bei mir schon angesammelt hat. Weil dort nämlich eines Tages, ist meine Meinung, kommen dann auch mal so andere Tiere daraus hervor und vielleicht auch mal irgendwann Mensch. Ja, Ne? Scotty ist das Stichwort. Ditchi, aber beam me up. Ja, aber ich sag dir mal, ne? Eins, wenn du meinst, dass das gut für dich ist wenn gut, du ne? zu Hause nicht mehr sauber machst. Ne? Ich glaube, das ist ein Irrtum. Du wirst dich wundern. Dann fängst du nämlich an zu verloddern irgendwann. Ich verlodder nicht. Ich bin eins Ohr gekleidet und ich bin akkurat. Na, da geht das ja schon los. Wo geht das damit los? Ja. Was hat denn das mit der Genetik und der Chromosomen und so weiter zu tun? Ditchi. Mag ja sein, dass du einen Bademantel anhast. Das lasse ich mir jetzt auch noch gefallen, das weiß ich ja nur auch. Aber wenn du jetzt zu Hause anfängst, nicht mehr sauber zu machen, das wird irgendwann, fängst du an zu riechen auch noch. Das ist schon nur ein Experiment. Aber wenn da schon eine Wollmäuse existieren und eine Wolberdinger, das sind die größeren Tiere aus Wolle. Da hat das ja auch schon, das waren so Übergangstiere mit so Hörner und so, die Goppers in Bayern. Weil in Bayern ist das nämlich von den Politikern ein bisschen anders, wie die das regeln. Die erlauben solche Sachen und andere verbieten sie wieder. Was, die Wolberdinger? Wolberdinger sind ja Bayern. Und die sind in Bayern erlaubt und woanders nicht, oder was? Hast du hier schon mal einen Wolberdinger rumlaufen sehen? Guten Tag, Ingo, hallo, ich bin ein Wolberdinger. Hast du noch nicht erlebt? Ja, hast du in Bayern schon mal einen gesehen? Habe ich. Ausgestopft. Ne. Wo denn ausgestopft? Museum oder was? Wo denn? In ein Haus. In ein Haus? Ne? Wo war einer da, ne? Im Haus? Da hattest du sogar eine kleine Jacke an und eine Mütze auf. Hat er? Hat er? Ja. Die Bayern sind nur sowieso jetzt hier. Gabriele Pauli ist das Stichwort, ne? Hast du ja die mit den Handschuhen, ne? Die mit den Handschuhen, ne? Jetzt machen sie doch ja richtig Alarm für Cobra 11, weil sie ja die Handschuhe da anhaben und weil sie sorgen, dass es so ein bisschen spielt so in die Sexualität mit rein und das so. Das ist ne? doch auch ein alberner Scheiß, oder? Ich meine, was? Das ist ja vor allen Dingen, stimmt das doch gar nicht. Was stimmt nicht? Ja, das ist ja doch gar nichts, das ist Lordex und das ist irgendwie mit der Zwielichtigkeit und so ja, weiter. Die Handschuhe, was soll das? Also, ja, weil sie sich für die Öko-Gedanken macht. Das ist der wahre Grund, weil sie sich da umkümmert, dass man sorgen, in Bayern jetzt mal Bayern vorangeht mit der vernünftigen Energieumwälzung und so weiter. Also da kann sie doch mit den Handschuhen nichts werden. Ja, sie ist fotografiert worden, wie sie mir sorgen, in der Kühe nach der Ölvorkommen nachgeguckt hat.
Das ist das ganze Geheimnis. Kühe Ölvorkommen. Ja, sicher. Wieso, wie das denn jetzt? Ja, eine Kuh ist doch im Grunde genommen so eine Raffinerie. Öl. Öl. Ach, ich dachte immer... Nicht alle Kühe. Ich dachte immer, die gibt Milch. Da kommt Öl unten Milch, raus. Milch, Fett, Butter, Öl. Och ja. So. Ach ja. Es ist eine reine Raffinerie. Man sagt ja auch, die Kühe sind mir Sorgen raffiniert. Sagt man ja, weil sie sich mal Sorgen so bewegen. Hast du mal gesehen, eine Kuh hat ja, weiß ich nicht, 8, 9 Mal einen Magen in unterschiedlicher Form. Und damals, weißt du, wie Öl überhaupt entsteht, mein Ingo? Ja, das weiß ich allerdings. Pflanzenreste ist das Stichwort. Ja, Pflanzenreste, nee, Reste müssen das gar nicht sein. Das wird schön gepresst. Wird gepresst. Also Pflanzenöl. Pflanzen. Aber was du... Pflanzen. Ja, Pflanzen, ja. Und eine Kuh ist im Grunde genommen Grundmoräne, Endmoräne in schnell. Was? In schnell. Grundmoräne? Ja, Grundmoräne, Endmoräne ist eine Verschiebung von den Erdkieferplatten. Ja, aber nicht eine Kuh und ist so... Unter Druck werden aus den Pflanzenresten und so weiter über die Jahre Millionen Öl hergestellt. Ja, aber eine Kuh ist doch keine Erdplatte. Aber eine Kuh fordert das auch, das Gleiche. Und das geht, muss sagen, in den Magen rein und ein normaler Mensch oder muss sagen, Pferd persönlich jetzt. Ein Pferd oder auch mal ein Kamel, woanders jetzt. Die kauen das und dann essen sie das auch und dann, muss sagen, machen sie das irgendwo hin. Ja. Und eine Kuh aber nicht. Eine Kuh rülpst das wieder so hoch und dann kaut sie das und dann schluckt sie das nochmal runter. Und sie drückt das immer nochmal und nochmal und nochmal. Und jetzt mal sagen, eine Holsteiner Kuh, ne? Warte ist das Stichwort. Warte mal, und dann kommt hinten Öl raus oder was? Nein. Sondern? Es ist mit bei, man muss es nur absondern. Man muss es rausfiltern. Und das hat, muss sagen, Gabriele Pauli gemacht mit der Handschuhe. Das ist das ganze Geheimnis. Weil sie hat nämlich den Plan, in Bayern, muss sagen, das vernünftig aufzuziehen jetzt, ne? Dass die Leute eben anfangen, auch alternative Sprit zu benutzen. Kuhöl. In der Art. In der Art. Du kannst natürlich auch nur die Holsteiner nehmen, die Gefleckte jetzt. Und die tust du dann in den Tank rein, oder die was? Die Gefleckte. Die haben ja alle unterschiedlich groß, nur schwarz und weiß. Und je mehr schwarze Flecken ein Holsteiner hat, desto mehr Ölanteile hat die. Ach so, weiß ist der Milchanteil? Bitte! Schwarz. Bitte! Ja, was gibt das doch zu lachen? Das ist ja wohl vollkommen, ist das ja in der Logik schon allein verankert. Und die braune Kuh gibt Kaffee, oder was? Das ist Braunkohle. Kaffee mit Milch. Braunkohle. Braunkohle? Da kommt Braunkohle raus, das kannst du zumindest für die Autobetankung nicht weiter benutzen. Nee. Ne? So, und jetzt ist der Plan, ist eigentlich... Von ihr jetzt. Von ihr jetzt, ne? Deswegen hat sie ja da in die Kühe reingefasst und hat schon mal, das kann man ja tasten. Man kann ja die Ölvorkommen tasten. Man kann das ja tasten. Ach so. Ach, deswegen hat sie die Handschuhe, damit sie sich nicht... Du bist aber auch schwer vom KP. Bist damit du das mal kapierst? Damit sie sich nicht dreckig macht, oder was? So, und hat sie abgetastet. Und das sind ja die Handschuhe, wie man die so kennt, man ja, wenn ein Tierarzt kommt, ne? Das sind ja die Handschuhe. So, und jetzt hat sie nämlich vor, das ist wahrscheinlich erstmal in Bayern und dann in ganz Deutschland, dass auf jeder vernünftigen Tankstelle, ne, mal sagen, muss eine Kuh stehen. Ach. Oder sagen wir mal zwei. Zwei Kühe. Zwei Kühe. So, und die haben wir da unten, so an der Euter dran, haben sie ja Zitzen auch, ne? Ja. So eine Nuckis, ne? Ja. Ne? Haben sie, ne? Ja. So, und dann nimmst du eine Melkmaschine, dann machst du... Stopfst du das da ran, ja. Zwei Kühe schön nebeneinander, ja. Und dann von jedem Nuxi geht ein Schlauch raus und vorne kannst du ja eine Benzinpistole dran machen. Ja. Und dann nimmst du mal sagen, hier von... Von jetzt hier habe ich mal gesehen, jetzt als ich jetzt hier bei Schwenko gearbeitet habe, da gibt das für Kamin, gibt das so Kaminputzzeug, so eine Bürste und eine Schaufel. Ja. Und da gibt das so eine Halterung. Da kann man ja sich von Schwenko so Halterungen holen oder die besorgen lassen oder sowas. Und dann nimmt man das Kaminbesteck ab und hängt dort die Pistolen rein. Dann kann man da hin von. Da kannst du mal sagen, hast du 8 Zapfsäulen, hast du mit 2 Kühe. Und dann tanken die Öl. Ja. Die tanken dann Öl aus, ja, das Schwarze. Aus den Euter raus. Aus den Euter raus, direkt ins Auto, vom Erzeuger in das Automobil hinein. Ganz frisch, ne? Es ist frisch. Das ist ja noch ein Vorteil dann, ne? Es ist frisch und es hält auch, es schmiert auch gleichzeitig. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, man kann auch noch ein Schaf dazu stellen. Kann man auch noch, mit Kleinwagen, ne? Die haben ja auch so Nuckis unten unter.
Für Kleinwagen. Für Kleinwagen, ja. Also für Moped und so. Moped musst du eine Ziege nehmen, weil die haben mehr so Knabberei. Das ist schon ein Zweitakter. Ach so, der Zweitakter. Eine Ziege ist Gemisch, ja der ne? Zweitakter der Tiere. 1:50, sagt man, ne? Ja, es ist ja Volksmund. Ach so. Die Ziege ist der Zweitakter unter den Tieren. Da kann man jetzt mal sagen, Trabis oder auch mal jetzt mal sagen, ein Moped, ne? Mahlzeit. Abend. Ne? Schönen guten Abend. Was darf es denn sein? Haben Sie noch was Schönes zu essen da für mich? Natürlich, jede Menge. Ja, was darf es denn sein? Was hätten Sie denn gern? Na, dann hätte ich gern Schnitzel mit Bratkartoffeln. Schnitzel mit Bratkartoffeln habe ich noch da, ja. Ja, wunderbar. Soll ich warm machen oder einfach so? Nee, einfach so. Einfach so? Ja. Einpacken? Aber so, Sie haben ja auch eine große Tasche auch bei, ne? Haben Sie das? Darf ich Sie mal was fragen? Ja, bitte. Haben Sie hier... Nicht, dass sie, er ist manchmal... Was denn? Was willst du schon wieder sagen? Er macht manchmal Spaß ein bisschen, ne? Also nicht, dass sie sich erschrecken. Er ist aber ein ganz... Es ist doch eine andere Person, das sehe ich doch sofort. Willst du mir da irgendwie was mit reinwürgen jetzt? Nein. Oder mir meine... Nur, dass die Dame Bescheid weiß. Meine Flirt-Chancen kaputt machen oder was? Nein, ist ja alles gut. Nur richtig Mann nicht auf. Ich wollte nur was wissen. Hier im Sorgen in der Bild-Zeitung, ne? Da stand doch jetzt, dass große Taschen die Frauen krank machen. Haben Sie das gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Das ist sogar so, das stand in der Bild-Zeitung drin. Und warum sollten die das? Das wollte ich Sie mal fragen, weil Sie sind ja eine Frau. Vielleicht wissen Sie das ja. Ach nee, da kann man gut was einpacken und da sucht man gut. Das glaube ich auch. Weil halt immer Taschen dafür da sind, dass man richtig suchen muss. Da muss ja was reinpassen, ne? Ja. Aber warum machen das Stempel in der Bild-Zeitung drin, dann würde es ja wohl stören. Warum macht das denn die Frauen krank? Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie nicht, ne? Haben Sie Henry Maske gesehen gestern? Ja. War das gut? Das war klasse. Henry ist ein Titan. Das war aber wirklich ein Krimi, ne? Wir haben endlich wieder einen Titan. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Schumi jetzt muss sorgen, als er aufgehört hat, dass wir keinen Titan mehr haben. Sie haben ja alle, auch hier Michalewski, ne? Die haben ja alle gesagt, er packt das nicht. Ja. Ne? Sie haben mir alle gesagt, das kann nicht gut gehen und so weiter, aber Henry hat sie alle ausgezählt. Das war wirklich groß so. Das war wirklich. Allerdings habe ich auch geglaubt, dass er es nicht schaffen würde. Nee. Warum denn? Ja, naja, 10 Jahre ausgesetzt. Ja. Das ist vielleicht schon eine Leistung. Vielleicht hat er gar nicht ausgesetzt. Vielleicht hat er ja heimlich immer weiter geboxt. Aber gegen wen denn? Vielleicht hat er im Keller, vielleicht gegen hat er seine Frau oder was? Das macht er doch nicht, das soll nicht haben. Nein, noch nicht seine Frau. Vielleicht gegen die Tasche von der Frau. Ja. Das kann ich mir wenn noch das so eine vorstellen. Große Ledertasche große ist. Ne? Ledertasche. Ja. Vielleicht hat er ja einen Vertrag mit einem Sorgen. Mit so einmal hier. Eine Metzgerei. Und dann hat er da im Keller vielleicht eine Schweinehälfte hängen gehabt an der Wand. Und hat er mal gegengehauen oder sowas. Ne? Man weiß gegen das die nicht, Schweinehälfte, ne? Das ist schon nur eine Idee. Ja. Aber warum sind das? Das wissen Sie auch nicht, ne? Mit der Tasche. Nee. Also. Ich denke mir schon, dass man da gut was reinpacken kann. 92 Retour sind das. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Gut, dann machen wir mal gleich noch ein Bier, ne? Ja. Na gut. So. Gut. So. Dann schönen Abend noch. Ja, danke. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüssing. Ja, das war was. Das war mal eine Frau, ne? Das war was, ne? Ich hätte das nicht gedacht, dass er so durchhält, ne? Ich muss ja sagen, dass ich ein bisschen unruhig werde, wenn mal eine Dame in meiner Nähe ist. Ganz nett, oder was? Jo, war ja auch eine nette Person gewesen, ne? Meinst du, ich hätte noch mal ein bisschen rangehen sollen oder so? Boah, ich glaube, wenn du dich erst mal ein bisschen zurückhältst, ist an und für sich besser, als wenn du gleich... Meinst du, ist das so aufdringlich im Bademantel, dass sie vielleicht gleich denkt, ich habe mich schon mal ein bisschen bequem gemacht, wie David Niven, der hat doch auch immer einen Bademantel angehabt. David Niven? Kennst du? Schauspieler. Das ist das Stichwort. Nee, kenn ich nicht. Kennst du natürlich nicht, ne? Was heißt natürlich? Weil du dich von deiner Braterei hier im Sorgen in eine fremde Welt entführen lässt. Du hast mit der Normalwelt überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Das ist meine Meinung. Was habe ich nicht? Ne? Was habe ich nicht? Jetzt mal sorgen wie ich oder so. Ich stehe ja im Leben drin. Ne? Ich bin ja. Wo stehst du denn im Leben, sag mal? Ne? Wo stehst du denn im Leben? Du bist ja ein Witzvogel. Was meinst du, wie viele Leute hier jeden Tag reinkommen und was zum Essen mitnehmen und hier verzehren und alles? Verzehren? Meinst jetzt, du, ne? Ich stehe nicht im Leben oder was? Du stehst hier mit dem Laden und dem ganzen Kram. Ich stehe nicht im Leben? Du meinst, ich stehe nicht im Leben oder was? Man weiß es nicht. Es könnte ja sein, dass du mir sorgen durch diese einseitige Ernährung, dass du doch vielleicht irgendwie ein bisschen. Du musst aufpassen, wenn du mal später Feinstaub bist, ne?
dass sich das auch im All wieder zusammenfügt. Wenn du vielleicht auch die Chance hast, mir sagen, Scotty hinterher geschossen zu werden, na, könnte ja immerhin sein. Man weiß es ja nicht. Vielleicht wirst du auch eines Tages Eisbär Knut vielleicht sein Freund. Man weiß nicht, wohin einen das treibt. Na. Wieso einseitige Ernährung? Was soll das jetzt? Sag mal, mein Ingo, heute ist so 1. April, ne? 1. April ist es. Ja, ja, ja. Ne? Ey, guck mal, April ist jetzt dabei. Was für ihn? Für ihn jetzt, ne? Ja. Mal machen. Kannst du mal so ein bisschen so reden, so ja und so weiter reden, damit er das nicht merkt. Aber nichts gemeint. Nein, überhaupt nicht. Hallo. Was führst du da im Schilde? Gar nichts. Dreh du dich mal ruhig um, mein Schildi. Dreh du dich mal um. Was soll das denn hier? Oh, das hält gar nicht. Was ist denn das? Jetzt hält das gar nicht. Sag mal. Das hält gar nicht. Ich bin verrückt geworden. Du hast aber doch, du bist doch als Amphibie, bist du doch mal sorgen, hast du doch eine entsprechende Oberfläche. Wieso hält denn das gar nicht? Es saugt sich doch an, ne? Sag mal, wieso fällt... Da wechselst du meine schöne Jacke mit dem Scheiß aus. Nein, das hast du gar nicht. Ich hab das ist ja vorher gereinigt worden. Wieso benutzt du das zu Hause, oder was? Ja, wofür hat man das denn so? Das kann doch nicht wahr sein. Woran liegt denn das, wenn das nicht hält? Das ist... Das muss man nass machen vielleicht. Eine Spider-Man ist das Stichwort, ne? Oh, das mach ich nicht. Hör auf, du machst... Das ist mein Bier. Du machst hier kein... Ich mach das, ich pütscher doch gar nicht. Jetzt, wenn ich jetzt hier Bier drin hab und das so ein bisschen befeuchte, ne? Du kleckerst hier nicht über, mein Freund. Ich klecker nicht sonst über. Sonst geht hier die Lampe aus. Ich konnte das ja austrinken. Oh nee, das kommt nein, so nicht. Nee. Das schmeckt ein bisschen pelzig. Mann, das aber nicht wenn man das... Hör auf! Sag mal, du! Ich will das ich da auch sehen! Ich will das sehen! Sag mal, du spinnst ja wohl! Es ist doch nur ein April-Scherz! Du kannst doch nicht in deine... Du hast keinen mein Humor. Mein lieber Freund, es ist Ingo, du hast keinen Humor. Nee, jetzt ist Feierabend. Du hast keinen Humor. Nimm dein Fahrrad jetzt und zieh hier Leine. Sag mal, ich glaube, es hackt hier mit einem Klopümpel. Wenn jetzt hier einer reinkommt, in dem Moment, das soll wo denn du um die hier... Zeit hier noch reinkommt. Das kann dir doch scheißegal sein! Es bleibt mir unbenommen, wolltest du sagen. Sag mal, und jetzt willst du es auch noch pampig werden. Und jetzt musst du auch noch pampig werden, ne? Oder was? Pümpelig. Mach doch einmal bitte, ich will doch mal sehen, wie das so ploppt. Nein. Das ist so ein schönes Geräusch. Nein, jetzt ist Schluss hier. Das gibt mir Geborgenheit, das Geräusch. Dir gibt mal das, wenn die Tür von außen zufällt, das Geräusch kann dir mal Geborgenheit geben. Mein Schildi, bist du denn noch mein Freund? Mir tut das leid, deine Jacke ist aber 1 Ohr und das gibt auch keinen Abdruck. Es ist hier alles... Ja, es sei dir verziehen. Jetzt trotzdem, halt die Klappe, ich hab Feierabend. Es ist doch nur ein April-Scherz, mein Ingo. Jetzt musst du doch auch mal ein bisschen sorgen, nicht so kannst sehr den Heinz machen. Kannst du nicht mal einen anderen April-Scherz machen? Was denn für einen? Ja, irgendeinen, der auch lustig ist. Ein April-Scherz? Ja. Ich hab keinen April-Scherz. Ja, siehst du.